Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das wirklich spannende Thema Trennungen. Ich habe mich schon mal getrennt und ich denke mal, du hast dich auch schon mal getrennt. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielleicht bist du auch gerade mittendrin in einer Trennung oder hast dich vor kurzem getrennt und bist deswegen zufällig auf dieses Video gestoßen. Bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte dir ein, zwei von Herzen kommende Tipps mitgeben, wie du dich jetzt verhalten sollst, wie es dir schnell wieder besser geht und wie du dich auf keinen Fall trennen solltest. Mein Name ist Björn und nach dem kurzen Intro geht's los. Bam! Jo, ganz ehrlich, Freunde, ich glaube, jeder von uns hat sich ja schon mal getrennt. Und ich glaube, keiner kann sagen, dass es ihm echt leicht gefallen ist. Warum fallen uns Trennungen eigentlich so schwer? Guck mal, du hast in eine Beziehung jahrelang Energie reingesteckt. Du hast Zeit reingesteckt. Du hast Liebe reingesteckt. Und natürlich denkst du dir so, ich habe so viel da reingesteckt. Nicht, was du denkst. Und das darf nicht vorbei sein. Der zweite Grund, warum es uns so schwer fällt, uns zu trennen, ist die Tatsache, dass wir Gewohnheitstiere sind. Wir lieben Gewohnheiten, wir lieben Routinen. Unser Gehirn mag einfach so feste Abläufe. Und plötzlich fehlt da jemand oder diese Anrufe fehlen oder die Nachrichten fehlen. Man ist zusammen eingeschlafen, man ist zusammen aufgewacht und plötzlich denkst du dir so, boah, irgendwie fehlt mir das Ganze. Also kein Wunder, dass es uns schwer fällt. Am schlimmsten ist es natürlich, wenn man sich trennt und man hat sich vorher irgendwie abhängig gemacht von dem Partner. Vielleicht kennt ihr diese Leute, die so eine Beziehung führen und der Partner oder die Partnerin ist dafür verantwortlich, uns selbst glücklich zu machen. Und das ist fatal, weil wenn dich jemand glücklich macht und dann plötzlich geht, dann bist du voll am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen ist es ja immer so wichtig und das predige ich ja auch schon seit Jahren. Ich predige das in Gospelkirchen, in Indien zum Beispiel. Du bist für dich selbst verantwortlich, also das Glück, was du fühlen willst, das ist längst in dir. Du musst es aktivieren. Weißt du, warum es uns so schlecht geht nach Trennungen? Wir denken immer an die guten Zeiten. Aber weißt du, was auch hilft? Du musst auch daran denken, was nicht so gut lief. Denn es hat ja auch einen Grund gehabt, warum ihr euch getrennt habt. Ich meine, es kann nicht nur gute Zeiten geben. Es muss ja auch schlechte Zeiten gegeben haben. Vielleicht gab es auch richtig schlechte Zeiten. Vielleicht gab es Betrug, Eifersuchtsanfälle, keine Ahnung was. Aber auch bei Beziehungen, die einfach nicht mehr so richtig laufen, gibt es ja Kleinigkeiten, die einfach gestört haben. Und auch das sollte man nicht außer Acht lassen, sondern auch daran solltest du denken. Ich möchte dir einen kleinen Tipp geben, wenn du dich trennst, dann trenn dich auch von gemeinsamen Fotos oder Briefen oder sonstigen Dingen. Weil zum Beispiel zum Thema Fotos. Auf Fotos sieht man immer glücklich aus. Aber ganz ehrlich, unter uns gesagt, würdest du ein Selfie machen, wenn du so mitten im Streit bist mit deiner Freundin so, komm her, gerade der Streit ist so geil, komm, behalt mal genau diesen Gesichtsausdruck bei, okay? Macht man ja nicht, ne? Deswegen trenne ich auf jeden Fall auch von diesen Fotos. Es gibt verschiedene Phasen des Liebeskummers. Um genau zu sein, 4 Stück. Ich möchte dich gar nicht durch diese ganze Theorie leiten. Ich möchte dir nur sagen, dass Trauer am Anfang völlig normal ist. Oder auch ein bisschen Wut. Oder auch das Gefühl, allein zu sein. Völlig normal. Ich möchte dir aber auch sagen, dass du nach 3 Wochen über den Berg bist. Also bleib am Ball. Lenk dich nicht ab. Du kannst nicht davon weglaufen. So von den eigenen Gefühlen wegzulaufen, ist völlig sinnlos. Denn irgendwann kommt der Moment, wo alles wieder auf dich niederprasselt. Deswegen stell dich dem Ganzen einfach. Sag einfach, okay, ich habe mich getrennt. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere diese Trennung. Und das ist der beste Weg, damit umzugehen. Das ist der beste Weg. Das ist der beste Weg. Ich möchte dich, falls du gerade ein bisschen traurig bist oder ein bisschen Freude gebrauchen kannst, noch ein bisschen verzücken mit einem kleinen Witz. Und so wie in dem Witz solltest du dich bitte auf keinen Fall trennen, okay? Also, ein Bankräuber geht in eine Bank und überfällt diese. Er nimmt das erbeutete Geld und will zum Ausgang laufen. Am Ausgang stehen die verängstigten Bankkunden, die alles gesehen haben. Der Bankräuber will gerade rausgehen, da schaut er auf die Bankkunden und sagt, hey du, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Und der Bankkunde sagt, ja. Und er erschießt den ersten Bankkunden. Er fragt den nächsten Bankkunden, und du, hast du auch gesehen, was ich gemacht habe? Ja. Er erschießt auch den zweiten Bankkunden. Dann fragt er den dritten Bankkunden. Und du, hast du auch gesehen, was ich gemacht habe?
Und der dritte Bankkunde sagt, nein, aber meine Frau hat alles gesehen. Also so solltest du dich auf keinen Fall trennen. Trenn dich im Guten und denk immer dran, egal was passiert ist. Trauer ist völlig normal. Ich hoffe, du hast verstanden, warum es uns auch schlecht geht nach einer Trennung oder es ein bisschen braucht, bis wir uns wieder an diese neuen Gewohnheiten oder an das neue Umfeld gewöhnen können. Ich möchte nur sagen, lauf nicht weg und lenk dich nicht ab. Besauf dich nicht, mach keinen Blödsinn, sondern stell dich dem Ganzen einfach. Und ich sage dir ganz ehrlich, du wirst drüber hinwegkommen, nach jeder Trennung. Es geht immer weiter bergauf. Und, das ist auch mein Leitsatz, manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Also es war nie falsch, mit einer Person zusammen zu sein. Du hast ganz, ganz viel daraus gelernt und dafür musst du einfach dankbar sein. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen haben sollte, dann gib mir doch bitte jetzt einen Daumen hoch und kommentier mal unter das Video, was du noch so für Ängste, für Sorgen, für Probleme hast oder worüber ich einfach mal quatschen soll. Denn ich habe ja eine Meinung zu allem, wie du weißt. Und von daher würde ich mich mega freuen, wenn du einfach mal drunter schreiben würdest, hey Björn, erzähl mal was zum Thema so und so oder wie siehst du Folgendes oder was für eine Meinung hast du zu folgenden Themen. Ich würde mich mega freuen, wenn du einfach mal so einen kleinen Bam-Input mir geben würdest. Wenn dir das Video gefallen haben sollte und du ein bisschen Spaß hattest oder ich dich ein bisschen trösten konnte, check bitte diese beiden Videos aus. In diesem Video erzähle ich dir nämlich die 10 Top-Dinge, die dich länger leben lassen und somit auch glücklicher machen. Und in diesem Video kriegst du eine kleine Real-Life-Story, um mich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns bald. Bye, bye. Dein Björn.